Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich komme gerade aus der Dusche. Um ehrlich zu sein, Leute, ich bin heute erst um 10.30 Uhr aufgestanden. Dann lag ich eventuell noch mal 30 Minuten im Bett, weil ich einfach auf TikTok war. Mittlerweile haben wir fast 12. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wie kann es eigentlich sein, immer wenn ich ein Video starte, dass mein Zimmer so unordentlich aussieht? Das muss jetzt erstmal aufgeräumt werden. Okay, Freunde, ich war gerade mit meiner Familie essen und ich fange jetzt an, mein Zimmer aufzuräumen. Mein Bett ist fertig. Als nächstes kommt mein Schminktisch. Ich habe hier gerade ein Get Ready With Me gedreht. Deswegen sieht es hier ein bisschen unordentlich aus. Als nächstes kommt mein Schreibtisch. Perfekt. Und hier ist jetzt auch aufgeräumt. Als nächstes kommt mein Bad. Da muss ich versuchen, hier die Sachen einzuräumen. Perfekt. Ich weiß nicht genau, ob man es sieht, aber meine Haare sehen gerade sehr schlimm aus. Weil ich habe von Natur halt sehr puffiges Haar. Gerade wenn man es gerade gewaschen hat. Das versuche ich jetzt kurz zu fixen. Ich benutze dafür immer so eine Rundbürste. Als allererstes teile ich meine Haare ab. Oh, mir ist jetzt schon warm und ich weiß, mir wird gleich warm werden. Deswegen ziehe ich lieber die Hose aus, weil ich habe einen Body an. Mir ist immer noch warm und ich habe nicht mal angefangen. Hitzeschutz auf gar keinen Fall vergessen, ist sehr wichtig. Gut durchkämmen. Ja, also wenn ich das gleich anmache, dann wird es laut, aber ich nehme dann halt eine Strähne, wickel sie so drum und dann ziehe ich daran langsam dran. Und dann werden die halt so gerade. Das ist dann wie so eine Blowout-Frisur. Okay, diese Technik habe ich tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert und das sieht ein bisschen komisch aus. Okay, ich mache jetzt mal meine ganzen Haare so, wie ich es normalerweise mache. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Okay, ich bin fast fertig. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Ich sehe auf jeden Fall einen riesigen. Jetzt seht ihr hinten das Ganze besser. Meine Haare sind jetzt sehr viel mehr shiny. Ich versuche vorne jetzt so Haare abzutrennen, weil da möchte ich nochmal Volumen reinmachen. Ungefähr so. Da kommt dann gleich auch eine Rolle rein. Ich muss die nur kurz suchen. Wo ist die schon wieder hin? Oh, wie nervig. Ich habe sie gefunden. Diese Strähne mache ich nochmal ganz leicht nass. Aber nicht zu viel. Dann wird sie nochmal gut durchgekämmt. Und die wird jetzt heiß gemacht. Und jetzt muss ganz schnell diese Rolle hier rein, während die Haare noch heiß sind. Und dann kommt da so eine Klammer rein, damit das Ganze auch hält. Manchmal mache ich das auch an den seitlichen, aber wir lassen es jetzt heute einfach mal. Oh, mir ist so warm. Okay, Leute, ich werde mir jetzt Kaffee machen. Oh, ich muss nur nachschauen gehen, ob wir Milch haben. Yes, wir haben Milch. Ich mache das immer in diesen Starbucks-Becher hier. Zuallererst brauchen wir aber heißes Wasser. Ich benutze immer so Instant-Mix. Hier kommen jetzt Eiswürfel rein. Das reicht. Dann kommt da erstmal Sojamilch. Dann noch normale laktosefreie Milch. Und das heiße Wasser ist fertig, das gießen wir jetzt hier rein. Da müssen wir jetzt kurz warten, aber wir können umrühren, damit es schneller geht. Und wenn der Kaffee fertig ist, dann kippe ich ihn rein. Taste-Test. Warte, der muss noch kalt werden. Aber ansonsten schmeckt der sehr gut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hier noch Eyepatches irgendwo habe. Ah, ja, die machen wir jetzt drauf. Die hier werde ich jetzt drauf machen. Sieht man mich überhaupt? Das ist so geil, weil die sind gefroren. Seht ihr das? Mein Handy hält hier leider nicht richtig und ich hoffe, man sieht mich. Die erste Seite. Oh mein Gott, ist das kalt. Und die zweite Seite. Tada! Nice, ich hoffe, mein Gesicht ist dann gleich kühl. Und guess what, Leute? Ich werde jetzt hier einen TikTok drehen. Ich habe dazu auch meine Notizen. Währenddessen werde ich mich fertig machen. Ich blende euch auch das TikTok dann gleich hier ein. Ich habe letztens ja sehr viel über Korean Beauty Standards geredet und viele von euch haben sich dann gefragt, wartet mal, ich muss das kurz aufbekommen. Ah, jetzt.
Viele von euch haben sich dann gefragt, was denn genau die Korean Beauty Standards sind. Fangen wir mit der ersten Sache an. Und zwar ist es, dass man so ein V-shaped Gesicht hat. Dazu passt auch dieses erste Produkt, wenn ich es mal hier hinbekommen würde mit meinen Nägeln. Yes, man muss das hier so abziehen. Und wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann klebt man sich das hier unten so dran an die Ohren. Diese Maske zieht halt sehr, dadurch soll sie das Gesicht kleiner machen. Ob das wirklich funktioniert, keine Ahnung, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal in einem Video ausprobieren. Weil man muss sie, soweit ich weiß, 2 Stunden tragen, oder? Die zweite Sache ist einfach genau das Gegenteil von den amerikanischen Beauty Standards. Und zwar, dass man eine sehr, sehr helle Haut hat. Wenn ihr in Korea in einen Make-up-Store geht, dann werdet ihr einfach nur Farben finden für eure Haut, die halt 10.000-mal heller sind. Und dazu gibt es auch ganz viele Cremes, die so deine Haut aufbleachen. Der dritte Beauty-Standard ist, dass man gerade Augenbrauen hat und vor allem sehr helle. Das heißt, meine werden auch schon tatsächlich zu gebogen. Der vierte Punkt ist so toxisch, und zwar, dass man richtig dünn ist und einfach aussieht wie ein Strich. Ihr müsst euch vorstellen, selbst mein Körper würde man als dick bezeichnen. Also ich habe zwar jetzt angefangen, mein Make-up zu machen, aber dadurch, dass ich das TikTok gedreht habe und vom Reden abgelenkt war, ist es irgendwie so hässlich geworden, dass ich es jetzt kurz neu machen muss. Ich werde deswegen jetzt einfach ein Voice-Over machen. Und das allererste, was ich drauf gemacht habe, ist meine Sonnencreme. Die habe ich aus Korea, deswegen kann ich jetzt leider die Marke bzw. woher ich es sage, nicht richtig sagen. Und ja, da habe ich plötzlich ein Haar gefunden. Du fragst mich nicht, warum. Ich habe dann erstmal versucht, das Ganze gut einzuarbeiten, also einfach einzureiben. Und das da ist tatsächlich ein Primer. Ich glaube, den habe ich von Catrice. Und der ist so gut. Also der lässt die Haut immer richtig schön aussehen. In der Kamera sieht man jetzt leider nur keinen Effekt. Dann mixe ich tatsächlich immer 2 BB-Creams zusammen. Ich glaube, die eine Sache ist sogar eine Foundation, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Eine BB-Cream ist einfach eine leichte Foundation mit noch Sachen drin, die halt so Skincare sind. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich angefangen, das Ganze einzutupfen mit einem Beauty-Blender. Und ey Leute, ich bin die letzten 3 Male zum DM gegangen und habe einen Beauty-Blender gesucht. Und die hatten einfach keine mehr. Warum sind die überall ausverkauft? Warum kann ich nicht mehr reden? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe gerade ein paar Steps vergessen. Es tut mir leid. Wir machen jetzt einfach weiter. Da habe ich Puder benutzt. Ich glaube, davor habe ich noch ein Fixing Spray drauf gemacht und Concealer. Bronzer durfte natürlich auch nicht fehlen. Deswegen habe ich das an den Seiten so ein bisschen dran gemacht. Es war mir nur am Ende ein bisschen zu viel. Deswegen musste ich das noch wieder wegmachen. Und dann habe ich noch meine Nase konturiert, was ich immer mache. Genau, da habe ich dann nochmal ein loses Puder verwendet. Eigentlich einfach nur, um mein Contouring ein bisschen zu korrigieren. Ich mag das einfach, weil das hält auch immer noch mal meine Augen unten ein bisschen auf. Und dann habe ich weitergemacht mit Augenbrauen. Oder auch nicht. Entschuldigung, Lidschatten meinte ich. Aber da habe ich auch einfach meinen Bronzer verwendet. Und da habe ich dann meine Augenbrauen gemacht. Alles, was ich mache, ist eigentlich einfach nur mein Ende des Augenbrauens ein bisschen länger ziehen, weil ich vorne relativ volle bereits habe. Und dann habe ich noch Highlighter aufgetragen. Einmal auf die Nasenspitze und dann noch in die Innenwinkel von meinen Augen. Normalerweise benutze ich nie Blush, aber heute war mir irgendwie danach, deswegen habe ich ein bisschen was verwendet. Man sieht keinen großen Unterschied, aber das finde ich auch besser so. Dann habe ich diesen Blush hier verwendet. Das ist tatsächlich ein Liquid Blush, glaube ich. Aber da sind auch so Highlighter-Pigmente mit drin, deswegen habe ich das drauf gemacht. Es war mir aber nicht genug, deswegen habe ich dann nochmal mehr Highlighter drauf geklatscht und das Ganze habe ich dann mit dem Beauty Blender verblendet. Und richtig viele fragen mich immer, was meine Everyday-Make-up-Routine ist. Leute, die ändert sich jeden Tag. Ich habe doch selber keine Ahnung, okay? Ich kenne mich mit Make-up nicht so gut aus. Ich mache einfach das, wonach mir ist. Da habe ich dann einfach nochmal schnell meine Wimpern gebogen. Das mache ich aber nur im Bad, weil ich dafür den Föhn benutze, um die halt zu erhitzen. Und dann habe ich Wimperntusche verwendet, aber nur ans Ende meiner Wimpern. Dann habe ich aber nochmal eine normale Wimperntusche verwendet, beziehungsweise eine wasserfeste und bin über meine ganzen Wimpern gegangen. Dann habe ich noch einen Lipliner, Lippenstift verwendet und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe auch Lashes aufgeklebt, aber ich habe vergessen, das jetzt mitzufilmen. Und dann habe ich halt meine Haare noch so in einen Halbzopf gemacht. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe dann nur leider ein bisschen verkackt, deswegen musste ich das Ganze neu machen. Und ich finde diese Spange einfach so süß. Und ich finde, mein Gesicht sieht dann immer komisch aus, deswegen muss ich noch diese Front Pieces rausholen, wie man die auch immer nennt. Aber so, jetzt sind wir fertig. Und jetzt können wir auch mit dem normalen Video ohne Voice-Over weitermachen. Guess what, Leute? Ich muss jetzt hier nochmal alles aufmachen. Okay Leute, ich habe dieses Kleid angezogen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Das ist hinten auch frei. Der Grund dafür ist, dass ich gleich eine Kooperation drehe. Also ich muss Bilder dafür machen und ein kurzes Video für den Schmuck, den ich hier gerade trage. Ich sag jetzt hier mal nicht, von welcher Marke das ist, weil am Ende denkt man sonst, dass dieses Video auch Werbung ist, obwohl es nicht mal Werbung ist. Ich mache ja. Ich drehe in dem Video nur die Werbung. Aber falls euch der Schmuck interessiert, dann geht einfach auf mein letztes Get Ready With Me Video. Weil ich glaube, da zeige ich euch schon, wo der Schmuck ist. Okay, also ich mache jetzt hier kurz die Bilder und dann blende ich sie hier auch ein. Bilder gerade haben mir meistens nicht so gut gefallen, deswegen müssen wir jetzt ein neues Setup machen. Ich mache hier Lichter an, stelle sie hier so hin und dann stelle ich da eine Kamera auf. Die Jalousien müssen aber dafür unten drunter gemacht werden. Auf der Seite auch.
was man nicht alles für gute Bilder macht. Ich hoffe, ihr seht was. Hoffen wir mal, dass diese Bilder besser aussehen werden. Also mein Vater hat mich gerade dazu verdonnert, das Kaninchenstall sauber zu machen, weil das ist echt dreckig. Oh, hallo, hallo. Ah, wie süß. Der heißt Niki und der heißt Titus. Und jetzt kommt dieses Kaninchenstreu da rein. Nein, was machst du da? Geh mal weg. Geh weg, komm. Du musst weggehen, ich muss hier weiterarbeiten. Kaninchen, bitte geh mal weg. Mann, jetzt bist du ganz dreckig. Und Zimmer, bitte weggehen. Geh mal weg. Komm, geh. Oh, das kann ich noch nicht weggehen. Das ist richtig nervig. Jetzt ist wieder alles schön sauber. Alter, sehe ich jetzt nicht mehr sauber aus. Ich habe überall diese Furzeln. Wie man unten schon erkennen kann, befinde ich mich gerade in unserer Küche. Und wir backen jetzt zusammen Cookies. Boah, wie zum Teufel soll ich das machen? Entweder man sieht die Platte oder man sieht nicht. Okay, Leute, das hier ist das Rezept, welches ich nehmen werde. Ich habe gestern noch alle Zutaten gekauft, weil heute ist Sonntag. 180 Grad. Warum ist da eine Pfanne drin? Ein Blech und natürlich Backpapier. 250 Gramm Butter. Eigentlich muss die weich sein, aber wir tun sie einfach in die Mikrowelle. 100 Gramm Zucker, aber wir haben hier keinen. Zucker und Weizenmehl. Brauner Zucker. Ah, hier. Den habe ich nämlich gestern gekauft. Eigentlich braucht man auch Vanilleextrakt oder sowas, besitze ich nicht. Boah, ist auch safe unnötig. Wenn, dann haben wir hier sowas dran. Das ist nur Salatdressing. Ah, hier. Hier haben wir auf jeden Fall Backpulver. Nee, aber Vanille haben wir nicht. Ja, ist meiner Meinung nach auch nicht so wichtig. Zwei Eier. Und Salz. Perfekt, das sind die ganzen Zutaten. Brauchen wir noch eine Schüssel? Och nö, wie kann es sein, dass es jetzt an der Schüssel scheitert? Ich habe gerade Mixer und Waage gefunden. Aber ich brauche eine Schüssel. Ich habe leider nur diese Schüssel hier gefunden. Da sind zwar 10.000 andere Sachen drin, aber ich habe die eben rausgepackt. Die muss auch erstmal gewaschen werden. Okay, let's go. Erstmal müssen wir die Butter erhitzen. Die ganze. Wenn das mal funktionieren würde, geht doch. Die kommt jetzt erstmal in die Mikrowelle. Für, sagen wir, eine Minute. Okay, wir machen jetzt erstmal den Zucker rein. 100 Gramm weißer Zucker. 99, ja, das geht auch. Ist mir egal. Und 150 Gramm Brauner. 51. Perfekt, leicht sich dann aus. Jo, sieht einfach aus wie flüssiges Öl. Das Ganze mixen wir erstmal. Jetzt kommen die beiden Eier dazu. Stimmt, ich habe hier sogar extra ein Licht geholt. Warum benutze ich das dann nicht? Ich muss nur schauen, wie ich das dran mache. Ja, lol, das hält sogar. Keine Ahnung, ob ihr jetzt echt besseres Licht habt. Mist, was kann ich eigentlich? Das mixen wir jetzt nochmal. Jetzt brauchen wir nochmal die Waage. 360 Gramm Weizenmehl. Eine Prise Salz. Ja, war ein bisschen zu viel, egal. Und ein Teelöffel Backpulver, aber das schätzen wir jetzt einfach mal ab. Ja, das war ungefähr ein Teelöffel. Hey Leute, habt bitte nicht so viele Erwartungen an mich, ne? Weil ich kann eigentlich nicht mehr backen. Ich tue immer nur so. Der Teig ist fertig. Als nächstes wird die Schokolade klein geschnitten. Ah, die ist noch oben. Ich hole die kurz. Wir nehmen die Schokolade und dann schneiden wir da so kleine Stücke raus. Boah, die lässt sich gut schneiden. Wahrscheinlich, weil es so warm ist. Hä, die lässt sich echt schön schneiden. Boah, das ist so satisfying. Ich liebe sowas. Oh, jetzt hätte ich fast wieder vergessen, TikTok zu drehen. Boah, gut, dass ich so viel Schokolade geholt habe. Ich dachte irgendwie, ich brauche nur einen Klotz, aber ich brauche mehrere. Und tata, so sieht das Ganze jetzt aus. So sieht das Ganze gerade aus. Also ich habe eine Portion gemacht. Und jetzt kommen die Schokostückchen drauf. Ich platziere sie so drauf, damit die halt einfach schöner aussehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Die hier kommen jetzt in den Ofen. Ich muss tatsächlich aber noch eine zweite Portion machen, weil ich noch Teig übrig habe. Jetzt habe ich tatsächlich zu viele übrig. Die Cookies sind jetzt fertig und ich bin ganz ehrlich, die sind jetzt nicht so schön geworden, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde auch ein paar hier hin tun müssen, damit ich da mehr Platz drauf habe.
Ich habe mich da voll gut vertragen. So, wir sind aber tatsächlich noch nicht fertig, weil ich wollte da jetzt noch weiße Schokolade drauf machen. Das hier kommt jetzt in die Mikrowelle. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, weil die sehen so hässlich aus. Dann machen wir gleich die weiße Schokolade so drauf. Ich hoffe nur, ihr seht das. Okay, es ist fertig und jetzt mache ich die weiße Schokolade drauf. Ich möchte jeden Cookie ein bisschen anders verzieren, deswegen hier kommt das so drauf. Und ich will mal schauen, ob das funktioniert, dass ich die Cookies so zur Hälfte eintunke. So. Und das sind die letzten. Also ich habe noch welche im Ofen, aber die werde ich dann nicht verzieren, falls es jemand einfach so haben möchte, essen möchte, was auch immer. Die weiße Schokolade ist damit auch leer. Oh, ich liebe weiße Schokolade, die ist so lecker. Machen jetzt nochmal über die, wo ich die zur Hälfte weiß gemacht habe, braune Schokolade drüber. Mal schauen, ob ich das mitgefällt bekomme. Ah, sieht voll schön aus. Das war ein Erfolg. Okay, ich mache noch über ein paar andere. Weil ich noch so viel braune Schokolade... Oh, ich habe gar nicht gefilmt. Bin ich echt blöd? Okay, perfekt. Ah, ich habe noch so Künstlersteinchen. Muss ich noch drauf machen. Aber davon will ich nicht zu viel. Ja, ich kann noch mal das mit den Kugeln probieren, aber ich glaube, das wird nicht... Oh, doch, das wird eigentlich noch schöner. Das ist in Ordnung. Das möchte ich jetzt auch nicht machen. Die zweite Portion ist tatsächlich auch schon fertig. Und die mal kurz rüber. Die hier sind leider ein bisschen angebrannt, aber dafür sind die schön geworden. Yay! Ich würde das Video an der Stelle langsam auch beenden. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch das bis zu diesem Punkt angeschaut habt. Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und mich abonnieren würdet. Ihr könnt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias folgen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!